Moin Moin aus Hamburg. Das ist aber schön, dass du dir an deinem Valentinswochenende auch noch Zeit für ein schönes Trainingsvideo nimmst. Alles für die Fans, alles ja. für die Fans. So auch noch in der Vorbereitungszeit. Ja, ja. Ja, aber schön. Also wir und ich sind jetzt einfach mal ein paar Tage weggefahren. Wir hatten so beruflich noch 2-3 Dinge zu erledigen. Und weil ich letzte Zeit ziemlich wenig Zeit hatte für uns, sind wir einfach mal 2-3 Tage hier hochgefahren. Und der Matze war zufällig auch in der Gegend und dann hat er gesagt, spontan, hey Tim, hättest du nicht Lust, dass wir morgens mal ein cooles Video drehen für die Fans? Und dann habe ich gesagt, trainieren tue ich sowieso, also können wir das ohnehin machen. Deswegen drehen wir jetzt ein schönes Video und danach lasse ich den schönen, herrlichen Hamburg-Tag ausklingen. Das ist ja, dann nimmst du dir Zeit für Bier, kommst nach Hamburg und dann meint der liebe Gott es wirklich gut mit euch. Wirklich? Ihr habt das schönste Hamburger Wetter. Herrliches Wetter, ich freue mich. Oder Tim und Bier im Motel One und genau da ist das Studio. Motel One kann man sehr empfehlen. Nur leider gibt es keine reinen Haferflocken und keinen Kühlschrank am Zimmer. Also mal schlecht fürs Essen, aber okay. Ich habe extra, weil ich wusste, dass wir ins Olympic gehen, meine Oldschool-Jogginghose angezogen. Wollte gerade sagen, ja, das ist richtige Hardcore-Pumperhose, hör mal. Die ist jetzt hier neu von Gorilla Wear. Das war hier kurz meine Gleichgewichtsschwäche von Gorilla Wear. Das ist diese neue Oldschool Series und ja, da dachte ich, wo passt das besser als im Olympic, ne? Morgen zum Frühstück gehen und da hat die Pia gesagt, tu es bitte nicht. Du musst dich eine Jeanshose anziehen, weil das wirklich zu klischee-mäßig aussieht. Ja, aber ist ja schön bequem, ne? Dachte ich auch, ja. Warst du eigentlich schon mal hier? Nee, hier war ich noch nicht. Nee. Erste Training? Ja. Mann. Den Gesamtsieg gemacht. Echt jetzt? Ja. Stand mir zusammen auf der Bühne mehr oder weniger? Ja, genau. Also nicht in deiner Klasse, du warst ja 30, 40 Kilo schwerer. Krass, habe ich jetzt gerade so auf dem Schirm. Das war 2014, war 27.11. im Bochum. Ah, okay. Da sitzt aber noch sehr genau. Und da bist du einmal irgendwie Männer, glaube ich, irgendwie 3 oder so groß, dann wieder Männer 5 oder so. Genau. Und da hattest du auch den Gesamtsieg gemacht. Genau. Das war mein Wettkampf. Und den habe ich auch gewonnen damals. Schön, cool. Auf jeden Fall. Ja. Du siehst aus wie nicht weggehauen. Ja, aber wenn du gewonnen hast, dann standen wir noch. Der war so dünn damals. Da dachte ich, nee, lass ihn machen. Danke, lieb von dir. Hast gedacht, der macht das schon so lange, lass ihn mal gewinnen endlich. Ne? Aber dann müssten wir theoretisch im Gesamtsieg zusammengestanden haben. Nein, ich war ja nicht in deiner Klasse. Was Männer, ich war Junior und ich bin immer noch Junior. Ach, Junioren bist du? Genau. Echt jetzt? Wie alt bist du denn? Du weißt, ich bin noch 23. Ah ja. Genau. Dann warst du damals 20. 24 geworden, glaube ich. War das so oder so? Oder warst du noch Junior? Wie alt war ich denn da? 2014? Da war ich 24. Ja, genau. Damals war dann, genau, 24. Ja. Genau. Man hat sehr viel im Backstage über dich gesprochen. Ach ja. Ja, viele haben halt Angst gehabt. Das Ding ist, das war wirklich mit der tollste Wettkampf, den ich seit langem hatte, weil als ich Junior war, bin ich nur noch international gestartet, weil ich immer so gedacht habe, ich weiß, also hört sich blöd an jetzt so, aber ich weiß, dass ich national gewinnen kann. Und da hatte ich einfach keine Lust, den ganzen Jungs, die auch Vorbereitung machen, die ganzen Pokale wegzuschnappen. Ich bin noch nicht, es gibt ja so Pokaljäger. Ne? Ja, ich bin auch irgendwann auf keine Hessen mehr gefahren, weil ich sage, was bringt es mir, wenn ich jetzt da hinfahre, gewinne, kriege den ersten Platz und die anderen Jungs, die hart Vorbereitung gemacht haben, die gucken dann in die Röhre und so. Ne? Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, okay, ich konzentriere mich nur auf internationale Meisterschaften. Und dann bin ich von 2010 an, 2010 war mein letzter Wettkampf in Deutschland, dann habe ich dann 2010, 11, 12, 13 nur noch international gestartet. Ne? Da war ich überall, Mongolei, wo ich überall war, Türkei, Barcelona, Madrid. Ja, ja. Und dann war die Deutsche, das war dann in der Männerklasse, das war dann halt wieder, die Karten waren neu gemischt. Ja. Und dann dachte ich halt bei der Deutschen so, ja, also deutscher Meister und Gesamtsieger bei den Männern, das musste halt erstmal werden. So. Das ist so das Ziel eines jeden. Ne? Und das war so der erste Wettkampf seit 2010, also es waren dann auch eben 4 Jahre, wo ich mal wieder in Deutschland gestartet bin. Ja, krass. Und in dieser Zeit hat sich eben auch so die Fanbase ein bisschen erweitert. Und zu diesem Wettkampf kam aus meinem Ort, wo ich wohne, einem kleinen Dorf, 1500 Einwohner, kam sogar der Bürgermeister und meine Eltern mit einem Bus in die Halle gefahren und haben mich da angefeuert. Deswegen war für mich eine ganz tolle Sache so. Ne? Meine Eltern waren noch nie auf einem Wettkampf von mir, weil die immer so weit weg waren, die Wettkämpfe. Ne? Und das war so mit der schönste Wettkampf. So. War eine riesen Halle, war eine tolle Stimmung. Wo war das? In Bochum war das. Ja, Bochum, ja. Genau. Da warst du doch dabei gewesen. Schön.
Also bist du da Junioren? 2010 ist er gestartet und 2010 bin ich nach Deutschland gekommen. Ja. Bist du Junior 1 oder 2 gestartet oder was? Junior 1. 1. Nee. Genau, Junior 1. Bis vom, ja, da, das da. Da war das. Und das Bild kommt von dir. Stimmt. Ja, das kommt von mir. Du bezahlst dich aber jetzt nicht mehr. Das war sozusagen meine erste Saison und der zweite Wettkampf. Ah, ja, schön, super. Ah, super Paket. Und wirklich super. Und wo kommst du genau her? Was bist du für ein Landsmann? Ich komme aus dem Iran, aber ich bin geboren in Afghanistan. Ah ja. Genau. Und du bist erst ein Jahr zuvor in Deutschland, Deutschland gekommen? Da angefangen ich mit dem Sport. Das ist ein Jahr davor, glaube ich, oder zwei Jahre davor. Genau, und 2010, am 2. Oktober, bin ich nach Deutschland gekommen. Okay. Alles, was aus dem Iran kommt, ist immer ganz gefährlich auf der Bühne. Ja, die haben immer so eine elendige Genetik. Bei jeder Weltmeisterschaft, ja, siehst du immer noch, du guckst durch, da können 30 Leute stehen, du siehst sofort Iran, Iran, Iran. Ja, die haben wirklich meistens so eine gute Genetik. Auf die Weltmeisterschaft, das ist schon die Wahnsinn. Die Härte und sowas, und die können. Iran, die haben immer unheimlich gute Genetik, so dünne Gelenke, ausladende, dicke, runde Muskeln, das ist immer Wahnsinn. Ja, jetzt kommt ja der neue, der Hadi Chopan. Genau, Hadi auch, ja. Ja, neu ist der ja auch, der ist ja schon lange dabei, den auch auf Weltmeisterschaften und so schon gesehen. Ja, aber ich meine, der ist doch hier das erste neue, glaube ich, Profi geworden. Profi, ja, ja. Genau, bei Hadi ist immer das Problem, wegen dem Visum und der Einreise und so weiter, konnte er noch nie zum Olympia, als er gekommen hat. Ja, die Sache, ja, die werden ja im Iran ja nicht gesponsert. Gegen Hadi Chopan, ja, auch San Marino auf der Bühne. Genau, stimmt. Der hat er gewonnen. Genau. Der hat nicht gewonnen, der hat einen zweiten gemacht und der war angepisst, weil meines Erachtens auch gerechtfertigt angepisst, weil der war wirklich knüppelhart. Das war eine ganz klare Sache. Und gewonnen hat er Cedric McMillan und der Cedric war halt eigentlich wie immer beeindruckend, aber nicht hart. Halt eben, ne? Frau Budesheim, was schleichen Sie denn so aus dem Bild da raus? Ja, das ist meine Frau. Die Pia. Sie kenne ich tatsächlich von Klaus. Von Videos, glaube ich, und Bildern. Hallo. Das ist der Chef hier, der Klaus. Klaus, das ist die Hamburger Bodybuilding-Legende. Urgestein. Klaus, wie lange bist du jetzt schon hier? 33 Jahre. 33. Ich bin 35. Ja. Nächstes Mal, weißt du Bescheid? Hast du zwei Wochen? Ja. Hast du mal zwei? Ja. Hast du schon hier losgelegt? Ja, da habe ich mir noch gedacht, Mensch, der wird doch bestimmt nicht immer irgendwann aufkreuzen. Ich war doch gerade geboren. Siehst du mal, gestimmt, ja. War noch nicht mal in Planung, wa? Junges Kerlchen. Und Mama und Papa vielleicht schon geübt, aber Sicherheit. Ja, das sind heutzutage 10 Jahre oder so, ne? Wenn du da manchmal denkst, ey, boom, schneller, ne? Man denkt, es ist wirklich so, es geht immer schneller, wirklich. Ich habe im Juli Geburtstag und dann denke ich immer schon, aber schon bald wieder Weihnachten. Und das ist tatsächlich so. Jetzt stimmt auch, ja. Wenn ich jetzt auch gedacht, gerade Weihnachten, ja, Silvester gefeiert, jetzt guckst du jetzt schon fast wieder April, dann ist wieder. Ja, ist irre. Ich mach schon mal ein bisschen Warm-up. So, wollt ihr Musik hören oder keine? Von mir kannst du sie gerne auslassen, wenn das. Ich finde dich besser, oder was? Ja. Ja, dann lass ich aus. Was macht Frau Bum Bum Budesheim? Beine. Beine heute. Beine, Popo. Ja. Da hast du unten einen legendären Beinraum, Beinkeller. Da hat der Heiko Kalbach schon Blut gegen die Wand gerotzt. Ja, dann. Weißt du, das hört sich wunderbar an. Aber wie? Richtig. Das auch mal machen, so ein Strahl über 20 Sekunden ging er durch. Er hat gesagt, das kannst du schön selbst wegwischen. Das mache ich nicht. Ja. Der hat irgendwie mit 320 oder 310 oder 330 gebeugt. Und auf der Glatze sind ja die kleinen Poren geplatzt schon. Ich denke, Alter, wenn das so weitergeht. Der Heiko hat ja Selbstzerstörung hier gemacht. Ja, hat, mit drin, ne? Du hast das auch vor vier. Ja, das war hier aber schon ganz schön was los, Mann. Ja, glaube ich. Da ist er doch, da steht er. Wo stand er da? Ja, und das ist er da hier. Da. Wo kommt ihr her? Ist das Ort? Aus der Nähe von Bad Hersfeld, Fulda. Ach so, sagen. Aus der Nase. Pia, da passiert, so, wenn man richtiges Kniebeugen macht. Gesehen. Normalerweise denkst du ja, das fängt an zu laufen oder so. Das ist Schoss. Das hast du noch nie gesehen. Zack, gegen Spiegel und dann platt. Der ganze Spiegel voll. Und der hat aber weitergebeugt, dass sich da nicht durcheinander bringt. Ein bisschen Blut. Ich hatte einmal so ein Video gesehen, auch vom Kraft-3-Kampf.
bei einem Wettkampf, oder ich glaube es war bei der FIBO, wo irgendeiner wirklich nur gebrochen hat. Bei jedem Hochheben kam so ein Strahl raus. Also. Echt? Oder war da gemacht? Hm? Nein, das wäre jetzt. Lag eine Plane davor und. Ich glaube, was du auch gesehen hast, war bei Strength Wars. Bei Strength Wars war das auch mal, hat da auch mal einer mitgemacht. Der hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt, aber trotzdem weitergemacht. Kennst du das, Strength Wars? Nee, ne? Mach dich doch nicht kaputt. Ja, hör doch auf. Wenn das deine Mutter sehen würde. Genau, wenn das deine Mutter sehen würde. Okay, was machen wir denn heute Schönes? Armtraining. Hab sogar extra nochmal mein Training ein bisschen umgeschmissen. Weil es mir relativ egal ist, ob ich jetzt morgen Schultern trainiere und heute Arme. Weil ich gerne mal ein Armtraining euch zeigen möchte. Alles für euch. Weil Schultern habe ich erst trainiert mit dem Max zusammen. Deswegen mache ich heute Arme. Wo wir gerade bei Max sind, hast du eigentlich den Diss quasi gesehen? Max hat letztens ein Video gemacht, da hat er sich deine Story angeguckt, da hast du ja Menschen draufgesetzt. Da hat er dich quasi eigentlich indirekt zu einem Beintraining herausgefordert. Hat er? Ja. Ach nee. Doch. In seinem YouTube-Video ist das. Verlink das mal hier, das gucke ich mir an. Ich hole mal mein Handy, jetzt zeige ich dir das direkt mal. Da war zufällig auch in Hamburg sogar. Ja. Warte, kommt jetzt gleich. Tim, die alte Hebebühne. Guck mal, der Tim hilft dir nach mit seinen Händen. Gut, und gedrückt. Weißt du, fällt jetzt noch ein bisschen ab mit. Ach, nimm die Hände weg. Abgesehen davon kann man ruhig noch ein paar Menschen mehr drauf. Laden. Max, Alter. Das können wir doch nicht gefallen lassen, oder? Was fällt dem ein? Also Max, mach dich gefasst. Beintraining, aber ohne 10 Minuten Raucherpause zwischendurch. Da wird gepumpt. Gepumpt, was das Zeug hält. Was gibt's Leckeres? Schöne EAAs. Neue Geschmacksrichtung. Fresh Lemon. Schmeckt wirklich gut, riecht wie Pipi. Katzenpisse, sagt man. Riecht wirklich wie Pipi, riech mal. Ach, boah, yes. Eklig, ne? Ja. Lass mal riechen. Klaus kennt das. Ich habe jetzt nichts hier, die riechen auch nicht so besonders. Mhm. Aber schmecken gut. Na dann. Wenn man auf Pipi steht. Gibt's alles. Ja, gibt's alles. Scheint ja was zu trinken. Ja, anscheinend. So, wie lange seid ihr in Hamburg? Bis wahrscheinlich so einschließlich Sonntag. Ach so. Schönes Valentinswochenende. Wollt ihr morgen nochmal vorbeikommen oder? Wissen wir noch nicht so genau. Wir wollen heute erstmal so ein paar Trips machen. Mhm. Und dann je nachdem, was wir so schaffen und was wir so noch so machen wollen, trainieren wollten wir auf jeden Fall. Eventuell haben wir noch Bekannte, die nochmal mit uns trainieren gehen wollten. Dann würden wir eventuell in den ihr Heimatstudio da gehen. Welches es ist, weiß ich auch nicht. Ich hab ja Connection zum Pulverfass. Kennst du das Pulverfass? Nee. Das ist so eine Travestie-Show. Das ist auf dem Kiez. Ah, okay. Das ist immer interessant. Ah, nee, das ist ganz witzig. Doch, ist witzig. Doch, das soll wirklich gut sein. Glaub mir, das ist witzig. Ja. Ja, das ist ja nicht jetzt so, nicht, das ist nicht das, was du jetzt dir vorstellst. Travestie-Show, das reicht mir eigentlich schon. Nee, das ist Kabarett, so ein bisschen mischen das. Echt jetzt? Ja, ja. Guido habe ich da schon mal hingeschickt mit seiner Frau.